In Mazedonien eskaliert nach einer groß angelegten Polizeiaktion der Konflikt mit der albanischen Minderheit. Bei dem zweitägigen Einsatz der Sicherheitskräfte wurden 8 Polizisten und 14 Mitglieder einer bewaffneten Gruppe getötet. In der Stadt Kumanovo mit einem hohen albanischen Bevölkerungsanteil sind viele Gebäude zerstört, die Einwohner empört. Hier waren keine Terroristen und ich weiß auch nicht, wer sie sein könnten. Meine Familie hat die Schüsse aus dieser Richtung gehört. Als es anfing, haben sie geschlafen. Dann sind sie durch das Fenster geklettert und haben im Keller Schutz gesucht, bis sie zur späten Stunde wieder rauskommen konnten. 30 Männer sind bei der Polizeiaktion nach Regierungsangaben festgenommen worden. Sie sollen einen Terroranschlag auf staatliche Einrichtungen geplant haben. Unter den so wörtlich Terroristen seien Kämpfer gewesen, die Kriegserfahrungen im Nahen und Mittleren Osten gesammelt hätten, erläuterte Regierungschef Nikola Krujewski. Die mazedonische Polizei habe professionell, patriotisch und heldenhaft gearbeitet, um Terroristen zu neutralisieren, die Mazedonien destabilisieren wollten. Die OSZE in der Hauptstadt Skopje verurteilte die Gewalt. Auch die EU-Kommission und die NATO zeigten sich besorgt über die blutigen Auseinandersetzungen in dem Balkanland.